Nachmittagsfolge auf Mikes Hobbyzimmer. Es geht weiter mit Speichermedien für den C64. In der letzten Folge hatte ich ja die drei Speichermedien vorgestellt. Oder generell die drei Medien, die es für den C64 gegeben hat. Einmal, wie gesagt, die Datasette in Form von Audiokassetten, dann die 1541, die Diskettenstation in Form von 5,5 Zoll Disketten. Es gab dann später noch die 1580, die leider nicht da habe, in Form von 3,5 Zoll Disketten. Und natürlich gab es auch die Steckmodule, die ich vorgestellt habe, worauf man nicht speichern konnte, wo schon fertige Software drauf gewesen ist. Ja, und heute fangen wir an, die Datasette auszupacken. Das ist hier ein Nachbau von der Drittfirma. Wie gesagt, die gab es ja einmal von Commodore selber, gefertigt mit Commodore-Aufschrift, aber auch in billiger von Drittfirmen, von Profex, von Norris Data, keine Ahnung von wo alles. Ne, und die hat man sich dann geholt, wenn einem die Commodore-Datasetten zu teuer waren. Es geht immer auch billiger. Ja, das ist die hier. Natürlich alles in Englisch gehalten. Hier vorne gibt es auch das Ganze in Deutsch. So, ich lese mal eben vor, was für Daten die Datasette hatte. Einmal natürlich das, was jetzt hier in Englisch steht, gibt es hier vorne in Deutsch in Rot. Die Arbeit von Stunden verloren in Sekunden. Das muss nicht sein. Speichern und Sichern von Daten auf Programm auf Kassette. Kassette mit C geschrieben. Erprobt und bewährt. Anschlussfertig für ein C64, C64-2, VC20. Wenn jetzt einer fragen sollte, was ist der C64-2? Das ist er hier. Das ist der C64C. Allerdings wurde er in Deutschland von dem C64-Magazin C64-2 genannt. Deswegen nicht verwundern, wenn immer irgendwo anstatt C64C C64-2 auftaucht. Das ist wie gesagt der C64, nur halt in dem anderen Gehäuse. Ja, das komfortable Speichersystem für Einsteiger und Profis. So, in dieser Reihe sind wir erstmal Einsteiger. Also das ideale Gerät für uns. Der Turbocorder. Dann zuverlässige Speicherung von Daten, schneller Zugriff von Daten, schneller Vor- und Rücklauf, Zählwerk, Kontrolllampe für die Aufnahmefunktion und komplett mit Anschlusskabel, schneller Zugriff auf Daten. Ja, Ich enthalte mich da jetzt mal einem Kommentar. Was auch sehr schön ist, was man... Ich halte es mal näher ran. Aber ich werde den Karton gleich eh nochmal in groß zeigen. Schön, dass hier gezeigt wird, wo was ist. Hier, wo das Loch hier irgendwo ist. Hier, wo man dann den Kopf justieren kann. Zum Beispiel, wenn man Kassetten vom Kollegen gekriegt hat, wo die Datasette halt anders justiert war. Dann konnte man mit der Schraube halt dann, bevor man die Programme einlesen konnte, mit dem Kopf musste man hier justieren. Da ist sowas wie das Tracking beim VHS-Videorekorder zum Beispiel. Schön, dass hier beschrieben ist, wo alles ist. Dann würde ich sagen, wir packen das Ding mal aus. Wie gesagt, das Video, wo ich die schon mal ausgepackt habe, das ist von 2013 oder so, ist auf dem Kanal zu finden. Das nennt sich dann, glaube ich, Computertechnik trifft Audiotechnik. Zur Not verlinke ich das Video mal drunter. So, wie gesagt, die Datasette habe ich gebraucht gekauft mit dem C64C, den ihr gerade gesehen habt. Und die scheint vom Vorbesitzer nicht benutzt worden zu sein, weil die war wirklich noch original. Das war alles noch zugeklebt gewesen hier. Ich war der Erste, der es aufgemacht hat. Deswegen habe ich hier noch die ganze Originalverpackung von dem Gerät. Und deswegen sieht die Datasette auch aus, als wenn die frisch aus dem Laden ist. Ihr seht hier hinten noch alles. Ja, hier noch frisch. Und das hat sich hier, weil die Datasette halt all die Jahre so eingepackt gewesen ist, hat sich das alles hier eingebrannt hier unten. Deswegen kann man sehen, wo das Kabel ist. So, so sieht es aus. Von Commodore, die Datasetten sahen
auch so aus. Es gibt verschiedene Versionen von. Ich glaube, einmal gab es die ganz in eckig und später sahen die dann die letzten Modelle so aus. Das ist hier wirklich ein No-Name-Ding. Hier steht nur drauf Computer Cassette Data Unit. Wie gesagt, das Kabel ist noch alles original, deswegen seit ewigen Zeiten so eingebunden. Nicht verkratzt hier oben das Display. Bin mal gespannt. So. Aber man sieht schon, dass der Zahn eine Zeit dran nagt, weil nämlich alles hier, was hier geklebt ist, normalerweise, da lässt schon der Klebstoff nach. Aber wie gesagt, das zeige ich gleich alles nochmal in groß. Wie gesagt, nicht verkratzt die Datasette hier oben. Alles so, wie als wenn die frisch aus der Fabrik ist, frisch aus dem Laden. Ja, damit haben wir die Datasette gekauft, haben die jetzt ausgepackt. So. Und da stellt sich jetzt die Frage, wo schließt man die an? Wo bekommt die Strom her? Das zeige ich gleich alles. Dann hier noch original Gebrauchsanweisungen. Die zeige ich gleich noch. Alles hier in Englisch beschrieben, was man machen muss. Wie gesagt, hier so ein bisschen der Aufbau. Aber das kriegt ihr gleich alles zu sehen, wenn ich euch nochmal alles zeige. Steht auch hier, was hier steht hier, wie ich euch ja schon erzählt habe, dass man hier Kassetten benutzen soll, die nicht so eine große Spielzeit haben. Hier steht es auch nochmal. Hier steht: Use a tape with playing time of 0 to 30 minutes. Do not use anything longer than this because it strains your machine. Wie ich ja schon gesagt habe, man soll hier, wenn es geht, C15-Kassetten benutzen, höchstens 30 Minuten. Das waren dann spezielle Kassetten, die man für die Datasette kaufen konnte. Ich glaube, die nannten sich dann Compu-Tape oder so ähnlich. So, dass die dann leider nicht mehr gibt, soll man dann, wenn man noch Audiokassetten hat, höchstens C60er benutzen. Weil wegen, hier steht ja, because it strains your machine. Das ist, weil dann hier der Motor der Datasette ziemlich beansprucht wird. Und der ist nämlich nicht so ausgelegt wie in einem Audiokassettenplayer für größer, also für Winkel mit mehr Band. Das mag er nicht so sehr. Ja, dann steht hier auch noch beschrieben, ja, was man hier machen soll, um das Ganze hier zu testen. Aber das machen wir gleich alles. Ansonsten steht hier noch irgendwas, dann steht hier noch Dataset Maintains. Hier steht dann hier, dass die Datasette magnetische Köpfe benutzt zum Rekord. Ja, zum Rekorden sage ich schon, hier zum Aufnehmen und zum Abspielen von den Kassetten. So, und dann steht hier auch, dass man die alle 10 bis 20 Stunden soll man hier einmal die Datasette säubern. So, und dann natürlich, hier steht auch hier Tube Heat Cleaner, Tape Heat hier, Kopfcleaner soll man benutzen, Alkohol soll man benutzen im Notfall, aber das ist nicht empfohlen, wenn man das längere Zeit benutzt, also im Notfall nur. Und hier steht auch hier: Do not use Trichlorethane, was immer das ist, zeige ich gleich mal. Weil hier steht, das kann nämlich hier Plastik und Gummi angreifen. Man soll auf jeden Fall Cotton Swabs benutzen, also hier die Ohrenstäbchen hier. Und dann steht hier auch dann noch hier Tape Heat Demagnetizer. So ein Ding habe ich leider nicht. Gucken, ob es das überhaupt noch zu kaufen gibt. Und dann hier halt die Commands, die man benutzen soll. So, jetzt bin ich mal gespannt, weil wie gesagt, die Datasette habe ich auch schon seit, bin mir gar nicht mal so sicher, war das schon, wo ich die ausgepackt habe, hier mit dem Kabel. Ich habe keine Ahnung. Weil das hat gerade dran geklebt. Ich vermute mal, es könnte auch sein, ich habe die zuletzt ja 2013 ausgepackt und seitdem wieder eingefriemelt, dass sich das Kabel dann da irgendwie eingebrannt hat, eingeschmolzen hat. So, wie gesagt, gucken wir mal. Okay. Lange Rede, kurzer Sinn. Datasette. Dann werden wir mal den C64 anschließen.
beziehungsweise gucken wir mal, wo wird das Ganze angeschlossen. So, hier ist der C64. Und wir haben hier einen Anschluss, warte mal, auf der Seite, wo hier steht Kassette. Und jetzt fragt man sich, wie wird das Ding angeschlossen, zeige ich euch auch nochmal. So, und zwar kann man das Ganze hier reinstöpseln. Und das Schöne ist, es ist verpolungssicher, weil hier gibt es nämlich einen kleinen Slot, beziehungsweise hier gibt es einen Stoppen. Beim C64 gibt es an der Stelle einen entsprechenden Schlitz. So, so wird das Ganze eingestöpselt. Und dann können wir ihn einschalten und die Datasette wird dann hierüber mit Strom versorgt. Da gehen auch alle Daten durch. So, mal, was mir jetzt auffällt an dem Ding. Na, man merkt, dass das Ding wirklich billig, also billige Konstruktion ist. Das Plastik hier hält auch nicht so viel. Hier an der Seite ist schon ein Loch drin. Ich habe keine Ahnung, ob das damals schon gewesen ist, als ich zum ersten Mal ausgepackt habe. Habe ich wahrscheinlich nicht drauf geachtet. So, ich mache einen kleinen Cut und dann zeige ich das Ganze mal von vorne. So, das ist jetzt hier der C64 von nah angesehen. Ihr seht schon hier, das ist der Anschluss. Und die Uhr stimmt dazu. Und da ist nämlich auch der kleine Schlitz. Und so sieht der Stecker von der Datasette aus. Und hier ist nämlich der kleine Stopfen. So, und das ist hier nämlich der Riss, den ich meine. Und wie gesagt, der ganze Stecker macht auch einen ziemlich billigen Eindruck. So. Mal gucken. Man kann nichts falsch machen. Wie gesagt, man steckt das Ganze so rum rein. Und wenn man das Ganze versucht, andersrum reinzustecken, dann wird das nicht passieren. Dann habt ihr einen Widerstand. So, Datasette Go. Das ist die Gebrauchsanweisung. Instructions. Ihr könnt es jetzt selber lesen. Ihr könnt ihr auf Pause machen, wenn ihr wollt. Ich gehe jetzt einfach hier mal so runter. Da bin ich am falschen Knopf gekommen. Das sind dann die Schritte, die wir gleich machen werden zum Testen. Und so weiter und so fort. New curve tapes. Be careful to rewind all tapes to the beginning after use because it protects the recording from up. Version contamination. Do not store. A place any tapes near strong magnetic fields. Wie zum Beispiel am Kühlschrank. Wie war das noch, Schatz? Ich habe die Diskette gefunden, die du gesucht hast. Boing. Hat dann die Frau das Ganze, eine 3,5 Zoll Diskette, am Kühlschrank geklebt und natürlich mit einem Magneten. Und hier zu clean und hier zum Säubern und zum Demagnetisieren so rum. Dann die Operation. So. Dann using the counter. Pointed in Taiwan. Das war's. Und wie gesagt, die Datasette, wie ihr seht, nicht zerkratzt. Alles noch jungfräulich. Wie gesagt, die habe ich damals New Old Stock ausgepackt, sozusagen. Ich bin mal gespannt. Nichts vergilbt, alles noch frisch. Die könnte man auch zur Not in
Dings ausstellen. Das ist hier, wo das Kabel drunter gewesen ist. Man sieht schon, hat sich eingebrannt. Ich weiß nicht, ob das damals schon war oder ob das jetzt passiert ist, wo ich die eingepackt hatte. So, dann sage ich mal, ich verkabel jetzt noch den C64 und dann gehen wir Kette.